Ja, hallo. Ich will heute was zum Tagebuch der positiven Gewohnheiten erzählen. Ja, was ist das Tagebuch der positiven Gewohnheiten? Es ist ein Tagebuch, was Methoden der positiven Psychologie anwendet. Und es ist ein 4-Wochen-Programm, in dem man jeden Tag bestimmte Übungen anwendet und dadurch halt Wohlbefinden steigert, glücklicher ist, zufriedener ist. Und ja, übt quasi diese Techniken der positiven Psychologie einzusetzen. Und was darüber hinaus noch passiert, ist, dass dadurch die mentale Stärke erhöht wird. Wie ist das Buch nun aufgebaut? Es gibt verschiedene Übungen. Also es ist ein Tagebuch, aber das Tagebuch startet mit einem Test. Und zwar der Stärkentest. Wir haben einen Kurztest, der via Charakterstärken. Das sind insgesamt 24 Stärken, die ja, ganz unterschiedliche Bereiche berücksichtigen. Und es gibt einen kleinen Test, der vorneweg gemacht wird, sodass man für sich selber erkennen kann, welche Stärken sind denn aktuell bei mir sehr hoch ausgeprägt und was sind Stärken, zu denen ich aktuell weniger Zugriff habe. Also hier nochmal ganz wichtig, ist auch genau in dem Buch beschrieben. Wenn die Stärken eher weniger stark ausgeprägt sind, das heißt, in dem Test kommen niedrige Werte raus, heißt es nicht, dass es eine Schwäche ist, sondern nur, dass man in der aktuellen Lebenssituation da nicht so großen Zugriff drauf hat. Ja, wie geht es dann weiter, nachdem man die Stärkentest gemacht hat und für sich seine Stärken in ein Ranking gebracht hat? Startet man mit dem Buch und es ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein 4-Wochen-Programm. Also man macht es 4 Wochen hintereinander, jeden Tag. Und das Ganze ist umso wirkungsvoller und die mentale Stärke wird umso besser gesteigert, wenn man es wirklich jeden Tag macht. Deswegen macht es Sinn, wenn man anfängt, in dieses Glückstagebuch für sich zu führen, dass man sich eine tägliche Erinnerung erstellt. Das kann ein Wecker sein, der angeht, der entsprechend beschriftet ist. Das geht ja mittlerweile mit den Smartphones. Es kann auch ein Eintrag sein im Kalender. Und also von der Tageszeit her sollte das Tagebuch am Abend befüllt werden. Also am besten, bevor man ins Bett geht, sich nochmal kurz eine Auszeit nehmen. Man braucht nicht mehr wie 5 Minuten dafür. Also das ist relativ schnell erledigt. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass es jeden Tag passiert. Das haben wir auch wissenschaftlich auch nochmal untersucht und haben da eine Studie durchgeführt, die jetzt gerade fertiggestellt ist und die Ergebnisse sind wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also wir haben sehr gute Veränderungen in all dem, was mentale Stärke auch beschreibt und auch langfristige Folgen, wie insgesamte Zufriedenheit, Optimismus, weniger negative Gedanken konnten gezeigt werden, dass durch dieses Tagebuch, durch das Führen des Tagebuches, das auch verringert werden konnte. Wie sehen jetzt die weiteren Übungen aus im Tagebuch? Also wir starten mit dem positiven Tagesrückblick. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Ein Mann kommt in eine Bar und sieht am Tresen einen anderen Mann sitzen, der 3 Bohnen in der Hand hat und mit den Bohnen so rumspielt und die in der Hand hat und mal anguckt und dabei am Lächeln ist, sein Getränk vor sich stehen hat, beobachtet ihn so ein bisschen und fragt dann den Mann, Mensch, was hat das mit diesen 3 Bohnen auf sich? Und dann sagt er, ja, weißt du, die 3 Bohnen, die habe ich immer in meiner Hosentasche. Und zwar in meiner linken Hosentasche. Wenn ich morgens aufstehe, dann stecke ich die in meine linken Hosentasche von der Hose, die ich halt anziehe. Und jedes Mal, wenn mir am Tag etwas Gutes widerfahren ist, eine Situation, wo ich ja, positive Gefühle erlebt hat, stecke ich eine Bohne von der einen Hosentasche, also von meiner linken Hosentasche, in meine rechte Hosentasche. Und am Abend, so wie heute Abend auch, gucke ich in meine rechte Hosentasche und schaue, wie viel von meinen Bohnen in meiner rechten Hosentasche gelandet sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an den meisten Tagen sind alle 3 Bohnen auf der rechten Seite. Und überlege mir dann nochmal, also für was jede Bohne steht, also für welche Situation ich diese Bohne von der einen Tasche in die andere Tasche gesteckt habe. Und da sagt er, ja. Und dann sagt er, ja, und dann erlebe ich die Situation nochmal und freue mich und ja, bin zufrieden und glücklich. Und genau das ist das, was die Übung positiver Tagesrückblick macht. Also man überlegt sich am Abend, was ist heute gut gelaufen? Was für Situationen waren, wo ich sage, das ist richtig gut gewesen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter
was der Mann an der Bar jetzt nicht erzählt hat. Wir überlegen uns noch, und das ist auch ein Teil des Tagebuches, welche meiner Stärken hat dazu geführt, dass das alles so positiv passiert ist, wie es passiert ist. Ja, also das heißt, die Situation, und dann überlege ich mir, welche Stärke von mir hatte darauf Einfluss, dass die Position, dass die Situation gut gelaufen ist. Und das können auch ganz kleine Situationen sein. Das kann zum Beispiel auch ein nettes Gespräch bei der Bäckerin sein. Und die Stärke, die mir dabei geholfen hat, ist vielleicht die Freundlichkeit, dass ich halt immer sehr gerne freundlich zu anderen Menschen bin und da. Deswegen war die Bäckerin auch freundlich und es hat sich ein nettes Gespräch ergeben. Ja, dieser positive Tagesrückblick ist eine Übung, die jeden Tag gemacht wird. Also über diese 4 Wochen, jeden Abend, ist das die feste Übung. Und dann gibt es an jedem Tag der Woche eine weitere Übung, und die man auch jeweils am Abend reflektiert. Die erste Übung am Montag ist der Mindfulness Monday. Das ist eine Achtsamkeitsübung. Diese Übung ist die einzige, die jede Woche ein bisschen unterschiedlich ist. Es wird immer der Fokus auf verschiedene Arten der Achtsamkeit gelegt. Und man kann einfach für sich auch gucken, Mensch, was liegt mir denn am meisten? Welche Achtsamkeitsübung ist denn für mich die beste? Der zweite Tag, der Dienstag, ist der Dankbarkeitsdienstag. Also da schauen wir auf die Dankbarkeit. Für was bin ich dankbar? Für welche Menschen bin ich dankbar? Für welche Umstände bin ich dankbar? Das ist das Thema des Dienstags. Dann am Mittwoch haben wir Meditation Mittwoch. Oder Meditationsmittwoch. Hier geht es auch wieder um das Thema Achtsamkeit. Und hier haben wir einen Bodyscan, den man einfach mit sich halt durchführen kann und halt auch jede Woche wiederholt wird. Am Donnerstag steht alles unter dem Stern Dein Wunsch ich Donnerstag. Also hier geht es um, was wünsche ich mir denn? Und hier geht es um Optimismus und um Sinnstiftung. Und auch hier bei dem Donnerstag ist es so, es ist eine Übung, die aufeinander aufbaut. Also jede Woche arbeitet man ein Stückchen weiter mit dem, was man die Woche vorher getan hat. Dann haben wir am Freitag den Freude-Schenken-Freitag. Hier geht es um die Übung Acts of Kindness, also Tätigkeiten, die ich mache, die Freundlichkeit zeigen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Da geht es darum, anderen Personen eine Freude zu bereiten. Das kann man auf ganz unterschiedliche Arten tun. Und an dem Abend ist es dann immer so, dass man darüber nachdenkt, was man denn heute gemacht hat. Am Samstag geht es um Stärken, also das ist der Stärken-Samstag. Und hier werden die eigenen Stärken reflektiert nochmal, deswegen auch der Test am Anfang vom Buch. Und hier geht es auch nochmal darum, Stärken mal anders einzusetzen oder auch für Dinge, die man sich vornimmt, bewusst zu sagen, okay, und jetzt setze ich mal die Stärke ein, wenn ich das tue. Dann haben wir noch den Selbstreflexionssonntag natürlich. Und hier gibt es eine Wochenreflexion, wo man nochmal die ganze Woche Revue passieren lässt und sich überlegt, okay, wie ist denn diese Woche gelaufen mit meinen ganzen Übungen? Was war gut, was war nicht so gut? Was will ich nächste Woche anders machen? Und das Ganze 4 Wochen lang. Und nach 4 Wochen werden Sie merken, es ist etwas anders. Wir haben dann auch natürlich ein bisschen Theorie drumherum. Es gibt am Ende des Buches auch nochmal eine Beschreibung der 24 via Charakterstärken. Es gibt auch noch Beispiele, wie man die Stärken im Alltag einsetzen kann und ein bisschen Literaturempfehlung. Ja, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, viel Spaß beim Ausprobieren und bin gespannt, wie es bei Ihnen wirkt.